Hallo zusammen, ich bin heute wieder im Wald in Neumühle unterwegs, beziehungsweise am Neumühler See. Da hinten irgendwo steht mein Auto. Da hinten. Und ich kann euch die Location wirklich nur empfehlen. Ist ganz cool hier. Ihr kennt das vielleicht schon aus meinem vorherigen Video. Mit dem Vlog. Das kam wirklich sehr gut bei euch an und bin jetzt hier nochmal unterwegs, so ein bisschen so diese letzte Abendstunde einfangen. Mal gucken, was dabei so rumkommt. Ich habe vorhin auf... Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt bekomme ich das Bild natürlich nicht mehr gedreht, es tut mir leid. Da hinten auf der Brücke, da habe ich kurz gefilmt. Ich blende die Ergebnisse mal ein. Und ja, jetzt gucke ich mal hier, laufe hier ein bisschen rum. Vielleicht finde ich das ein oder andere schöne Fotomotiv. Mal gucken. Mal gucken, ob ich wieder irgendwelche wilden Tiere finde. Rehe. Keine wirklichen wilden Tiere. Mal gucken. Ein wirklich tolles Fotomotiv ist hier aber gerade dieser Bachlauf von diesem ganz kleinen Bach. Ich hätte ja auch damit gerechnet, dass um die Uhrzeit noch Spaziergänger mit unterwegs sind. Aber hier ist gar nichts. Ich bin hier ganz allein am See. Und ja, ist ganz angenehm so. Bisher auch noch nicht wirklich was gesehen. Dafür ist die Umgebung hier echt traumhaft. Tja, Freunde, da komme ich nicht weiter. Da ist Schicht im Schacht. Da ist Schluss. Leider Gottes konnte ich nicht filmen, was da gerade diese Geräusche gemacht hat. Jo, schade. Aber hier ist so richtig dick. Überall so Dickicht, Schilf, Äste. Da komme ich leider nicht so richtig durch. Mal davon ab, dass dort überall Wasser ist. Und ja, schade. Und leider auch noch keine Tiere. Das Schöne ist, ihr könnt einen Ort sich mal besuchen. Ihr werdet den immer wieder auf eine andere Art und Weise kennenlernen. Ihr werdet immer irgendwas Neues finden. Immer irgendwas, das sich lohnt zu fotografieren. Und in dem Moment, es ist auch gar nicht wichtig, was ihr für eine Kamera benutzt, sondern was ihr fotografieren wollt, was ihr filmen wollt. Und ja. So, ich bin gespannt, wie die Aufnahmen geworden sind. Ich bin ja hier wieder ein bisschen rumgelaufen. Ich bin wirklich gespannt,
Auch gerade mit der Bildqualität, die Lichtverhältnisse sind ja nun doch ein bisschen schlecht. Und wir fahren die ganze Zeit Autos vorbei und ich stehe hier direkt an der Straße. Ich glaube, die gucken ziemlich lustig. Auf jeden Fall, es hat mir heute wieder wirklich Spaß gemacht, das fand ich echt toll. Auch gerade das Laufen, das tut mir wirklich sehr gut. Man sieht es vielleicht, ich habe ein bisschen was auf den Rippen. Ich bin mal gespannt, was ich alles so an Bildmaterial einbinden kann, was ich benutzen kann, auch gerade von heute Vormittag und von heute Morgen, wo ich ja mit meinen Schwestern unterwegs war. Die wollten, dass ich nicht alles mit einbinde. Jetzt werde ich mal gucken, was ich nehmen kann und was nicht. Und ja, kleiner Tipp auch von mir, immer wenn ihr gerade Fotos macht und Videos und die irgendwo hinstellt, fragt die Leute vorher um Erlaubnis. Nichts ist blöder, als dass ihr einen Anruf kriegt oder eine WhatsApp oder eine Nachricht. Hey du, warum hast du mich damit verlinkt oder warum hast du mich damit drin in den Aufnahmen? Es gibt wirklich nichts Schlimmeres. Und ja, ich habe auch einen Kommentar bekommen, dass die Audioqualität besser sein soll, beziehungsweise dass ich daran arbeiten soll. Ich werde mein Bestes geben, dort ein bisschen Zeit zu investieren und später auch mal einen Euro in ein vernünftiges Mikrofon. Auf jeden Fall bin ich auch an die Grenzen meines iPhone-Speichers gestoßen. Das war kacke. Entschuldigung, das war doof. Das hätte ich gerne anders gehabt. Ich musste tatsächlich ein bisschen Videomaterial löschen, was ich jetzt schon auf dem Mac rübergezogen habe. Und vielleicht werdet ihr es auch merken, auch hier habe ich kleine Schnitte drin, weil ich wirklich sehr auf den Speicher achten muss. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Gucken. Lasst gerne ein Like da. Wenn es euch gefällt, abonniert mich. Und vielen Dank.